Sehr verehrte Gäste, kommen Sie doch ein bisschen näher. Gerne. Also im Namen von Botschafter Bock darf ich Sie alle ganz herzlich hier auf dem Deutschen Gemeinschaftsstand begrüßen. Ich freue mich ganz besonders hier zu sein. Mein Name ist Ramesh de Silva und ich bin der Kulturreferent an der Deutschen Botschaft und das ist das erste Mal für mich hier auf der Messe. باسم السفير الألماني السيد بيشعل بوك ورحب بكم هنا في الجناح الألماني وهي بالنسبة لي المرة الأولى التي أحضر فيها معرض الكتاب. Und in jedem Jahr wurde mir gesagt, gibt es hier die Tradition des Brezelempfangs. Und da habe ich mir überlegt, was hat es eigentlich mit dieser Brezel auf sich? Und die Brezel ist nämlich ein deutsches Gebäckstück, das vielleicht die meisten Ägypter gar nicht wirklich kennen, das durch eine ganz bestimmte schwierige Wurftechnik geformt wird und das jahrelange Übung braucht. Und es kommt vom lateinischen Brachium, der Arm, weil es so aussieht wie verschränkte Arme. وحينما عرفت أنني سأقوم بافتتاح الجناح قيل لي أنه دائما يكون هناك أو يقدم فيما بعد مخبوزات البريتزل وتصورت أنه ربما الكثيرين من المصريين لا يعلمون ما هو البريتزل هي مخبوزات ألمانية شهيرة تقليدية صعبة في التحضير خاصة في الشكل الخاص بها وهي تأتي من اللاتين الكلمة تأتي من اللاتينية وتعني السواعد المعقودة هكذا. Und mit der Erfindung der Brezel hat es etwas auf sich, da gibt es eine Geschichte. Es gab einmal einen Bäcker, der war zum Tode verurteilt. Aber er war ein sehr guter Bäcker und deswegen sagte der König, wenn du eine ganz bestimmte Aufgabe für mich löst, dann lasse ich dich am Leben. Und er sagte ihm, backe mir ein Gebäckstück, durch das die Sonne dreimal scheint. Und das können Sie gleich mal ausprobieren, wenn die Brezel rauskommt. وللبريتزل مخبوزات البريتزل قصة طريفة فقد كان هناك خباز محكوم عليه بالإعدام وقبل تنفيذ الإعدام فيه سأله الملك إن كنت تستطيع أن تقوم بخبز نوع من المخبوزات أنظر من خلاله فأرى الشمس ثلاث مرات إن قمت بهذا فلك الحياة. Und die Brezel ist seit dem 15. Jahrhundert das Symbol des Bäckerhandwerks. Also für alle Bäcker in ganz Deutschland und in Österreich gibt es immer das Symbol der Brezel draußen vor dem Laden. ومنذ ذلك الحين من القرن الخامس عشر وتعتبر مخبوزات البريتزل رمز للخبازين فإذا توجهتم لألمانيا أو إلى النمسا ستجدون علامة البريتزل أو مخبوزات البريتزل فوق أو أمام كل مخبز. Und das ist ungefähr dieselbe Zeit, zu der Gutenberg die Buchpresse erfand und damit den modernen Buchdruck. Und kurz darauf, aufgrund dieser Erfindung, die Frankfurter Buchmesse gegründet wurde. وتقريبا في نفس الوقت الذي تم فيه اختراع البريتزل وجد معرض الكتاب او اختراع الطباعه بوجه بالاحرى السيد غوتنبرغ اخترع الطباعه وبعدها بفتره قليله وجد معرض الكتاب بفرانكفورت. Und heute ist die Ausstellungsgesellschaft der Frankfurter Buchmesse hier der Hauptaussteller. Sie hat 350 Titel mitgebracht von 150 Verlagen, unterschiedliche Sektionen, die Sie hier alle überall sehen, hinter den Zeilen literarische Neuerscheinungen aus dem Jahr 2013, neue Kinder- und Jugendbücher, aktuelle Graphic Novels aus Deutschland, Berlin besuchen, habe ich da vorne gesehen schon, den Architekturbuchpreis des Deutschen Architekturmuseums, Dialog der Kulturen, lauter unterschiedliche Überschriften, unter denen Sie diese ganzen Titel finden. ومعرض فرانكفورت في هذا العام قد أحضر معه من حوالي 150 دار نشر 350 كتاب مختلف والكتب مقسمة كما ترون إلى العديد من الأقسام منها الأطفال ومنها ما وراء سطور مؤلفات صادرة حديثا وغيرها موجودة بالجناح. Und neben der Frankfurter Buchmesse gibt es natürlich auch noch zwei andere sehr wichtige Aussteller, die ich nicht vergessen möchte. Das ist
Zum einen das Goethe-Institut, das vertreten durch Frau Rettel und Frau Becker hier heute ihre ganzen Programme dort vorne liegen haben, was sie alles mit im Bereich Bücher, Bildung und Bibliothek anbieten in Ägypten. Und darüber hinaus natürlich auch noch das Deutschlandzentrum der Botschaft, das ich nicht vergessen möchte, wo Informationen aus der Botschaft liegen. Ich sehe schon unsere tollen T-Shirts zu Kairo und Berlin. Also ich kann nur sagen, greifen Sie zu, sowohl unsere wie auch unsere Kalender. Und wir sind natürlich auch wieder ganz besonders dankbar, dass es ägyptische Buchhandlungen gibt, die mit hier am Stand sind, wo man dann auch die Werke erwerben kann, die hier gezeigt werden und viele mehr. Das sind in diesem Jahr Adam Bookshop, Emco Marketing und Red Sea Bookstores. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie hier mit uns am Stand vertreten sind. كما نريد أيضا أن نذكر أن هناك عارضين آخرين مع جوته متواجد بشدة ببرامجه بكتبه وممثل في السيدة زابينا رادر والسيدة جابرييلا باكا كما هناك أيضا المركز الألماني للإعلام وأرى التيشيرتات وأرى النتائج وأتمنى أن تحظوا بهذه المنتجات وأريد أن أخص بالشكر أيضا المكتبات التي تشارك معنا هذا العام وهي مكتبة آدم ومكتبة إيميكو والرادسي. Der deutsche Gemeinschaftsstand ist schon richtig eine Institution auf dieser Messe geworden. 2006 war Deutschland das erste Land, das als Schwerpunktland auf der Messe vorgestellt wurde. Seit 2010 gibt es diesen Gemeinschaftsstand eben von den unterschiedlichen Beteiligten und die Messe findet zum 45. Mal statt. Seit 2011 immer wieder in politisch turbulenten Zeiten wie auch jetzt. Aber ich denke, der große Andrang hier draußen und auch auf diesem Stand zeigen, was für eine wichtige Messe es noch ist. Und wir sind sehr glücklich, hier mit so einem großen Stand sein zu können und dazu beitragen zu können. ألمانيا كانت ذي شرف في عام 2006 ومنذ 2010 يوجد هذا الجناح ونرى من العارضين وبرغم الأحداث التي تمر بها البلاد أنه هناك ازدحام على الكتب وعلى الطوابير للدخول فنحن نعلم تماما كم هو مهم هذا المعرض. Ich möchte mich bei allen, die diesen Stand möglich gemacht haben, noch einmal ganz herzlich bedanken und möchte Sie auch gar nicht länger davon abhalten, jetzt mit den Brezeln und dem Licht herumzuspielen und zu schauen, wie das Licht da durchfällt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag heute hier auf der Buchmesse und bis zum Ende der Messe. Dankeschön. لا أود أن أطيل الحديث عليكم وأتمنى أن تستمتعوا بمخبوزات البريتزل وتكتشفوا كيف أن الشمس تشرف من خلالها ثلاث مرات فشكرا جزيلا وأتمنى لكم وقتا ممتعا شكرا